Der Reisereporter ist heute in Neuseeland unterwegs, genauer gesagt auf der Südinsel und hier auf dem Kepler Track. Der Kepler Track ist einer der sogenannten Great Walks. Das sind die beliebtesten und auch schönsten Wanderwege des Landes, die führen zu so idyllischen Orten wie diesem hier. Hi, I'm Steve. Hi, ich bin Steve Norris von Trips und Tramps mit Sitz in Te Anau. Das befindet sich direkt am Rand des Fjordland-Nationalparks. Wir sind hier am Kepler Track. Mein liebster Abschnitt des Kepler Track an einem schönen Tag ist oben in der alpinen Gegend. Beim Luxmore Hut am Mount Luxmore bieten sich spektakuläre Ausblicke. Aber jeder Tag auf dem Kepler Track ist ein guter Tag. Das ist Moturau Hut am Ufer von Lake Manapouri. Das ist eine von drei Hütten, in denen man übernachten kann, wenn man den gesamten Kepler Track wandert, der 60 Kilometer lang ist. Für die Hütten muss man einen Schlafsack mitbringen. In der Great Walk Season, in den Sommermonaten in Neuseeland, sind Gäste dazu eingeladen, hier zu kochen. Dann gibt es Toiletten mit Spülung. Aber man muss seine eigene Ausstattung mitbringen. Besteck, Essen, Schlafsack und so weiter.